Herzlich willkommen bei den Nachrichten von WinTV. Ich bin die Dani. Ich bin der Wolfgang und das ist die Hilary, der Hund von der Dani. Wir hoffen, ihr habt die Feiertage gut überstanden. Im Freundeschützenhaus hat es zu Silvester ein Fest gegeben und wir waren für euch vor Ort. Und Wolfgang, wie war es dort? Erzähl ein bisschen was davon. Es war ein schönes Fest mit verschiedenen Künstlern. Ich werde es noch verlinken im Video, ihr werdet es dann brauchen anklicken. Und ich habe ein Interview gemacht mit der Karin Klaric und mit dem Dirk Stermann. Ja, es war ein tolles Fest. Schön war auch zu sehen, wie die Kinder, die zuvor abgeschoben wurden, dort jetzt ganz entspannt herumtanzen und herumhupfen haben können. Aber leider Gottes wohnen auch andere Familien dort, die nach wie vor von der Abschiebung bedroht sind. Aber dazu mehr von der Karin Klaric. Im Freunde-Schützenhaus feiern Freunde wie Dirk Stermann, Koshiva, Violetta Parisini, Tanzbaby oder die Gruppe Aufstrich gemeinsam mit Familien, die von der Abschiebung bedroht sind. Ob hier 2011 öfter gefeiert als gezittert wird, beantwortet Karin Klaric. Zum Feiern werden wir nicht so viele Anlässe haben, weil im Moment schaut es nicht so aus, dass die Familien, die hier im Haus wohnen, abgesichert sind. Die stehen immer noch kurz vor der Abschiebung und wir müssen uns immer noch bemühen zu schauen, dass wir hier eine Lösung erwirken können. Zukünftig ist aber geplant, es soll ja wärmer werden und nicht so kalt wie heute in der Nacht, dass wir öfters Veranstaltungen im Hof machen, damit mehr Jugendliche und mehr Leute zu uns finden und gemeinsam mit den Bewohnern etwas veranstalten und tun. Wie ist der Zuspruch? Groß und stark. Also vor allem von Menschen, die, glaube ich, vorher nicht so viel mit der Thematik zu tun hatten. Die kommen immer mehr zu uns und schauen sich das Haus an, reden mit den Bewohnerinnen. Ich glaube schon, dass sich ein bisschen was bewegt hat. Aber ich hoffe doch, dass sich mehr bewegt und dass sich Österreich verändern wird nächstes Jahr. Gibt es einen akuten Fall im Moment? Nur akute Fälle. Alle 7 Familien, die hier im Haus wohnen, sind akute Fälle und können morgen oder übermorgen abgeschoben werden. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man schaut, dass sich so schnell wie möglich etwas ändert, und zwar für alle, nicht nur für die Familien hier im Haus. Etwas hat sich schon geändert. Die Zwillinge, die hier tanzen, dürfen jetzt in Österreich bleiben. Warum sie erst eine Nacht im Gefängnis verbringen mussten, versteht keiner im Freundeschützenhaus. Frage, du bist eigentlich ein Ausländer. Bist du Wirtschaftsflüchtling oder hast du hier um Asyl angesucht? Ich bin Hightech-Gastarbeiter. Das habe ich immer gemerkt, weil ich früher bei der Fremdenpolizei ja auch war vor der EU. Und ich konnte immer zumindest teilweise verstehen, was die Formulare von mir wollten. Und um mich herum, die ganzen Leute, die kein Deutsch als Muttersprache hatten, haben sich noch schwerer getan als ich. Also denen musste ich dann immer übersetzen. Aber ich bin Hightech-Gastarbeiter. Das heißt, du sprichst ja Deutsch, hast du die Beamten immer verstanden? Oder? Na, das Problem war, Deutsch ist meine Muttersprache, aber die Formulare kannst du nicht verstehen, auch als Deutschsprachiger nicht. Und wenn du jetzt Somalier bist oder aus Guinea oder wo auch immer, du tust dich wirklich schwer. Und ich habe mich bemüht, so gut ich konnte, meinen Mitausländerfreunden quasi das zu übersetzen, aber ich habe oft versagt. Wer hat dich vor der Abschiebung gerettet? Mich hat vor der Abschiebung gerettet die EU, in Wahrheit, dadurch, dass mein Land, aus dem ich komme, EU-Mitglied geworden ist. Aber ich glaube auch, dass so diese EU-Staatsbürgerschaft so das Beste ist, was einem passieren kann, was aber auch vielen Leuten passieren sollte, weil die Welt gehört ja allen. Also, und als EU-Bürger kannst du überall hingehen und überall arbeiten und wohnen. Und das, in Wahrheit gibt es ja nur eine Welt. Also jeder in Wahrheit dürfte überall wohnen und leben und arbeiten. Wenn du jemanden abschieben dürftest, wen würdest du abschieben? Ich würde keinen abschieben, nicht mal die ich abschieben wollte. Jetzt, wo du über diese Zustände Bescheid weißt, wirst du dich einsetzen auch bei deinen Künstlerkolleginnen zum Beispiel? Oder wo siehst du deinen Part, wie du helfen kannst? Also bei meinen Kollegen muss ich das nicht machen, weil meine Kollegen alle geistig nicht unterbemittelt sind und das alle wissen, emotional auch verstehen, was falsch und was richtig ist. Man kann es nur immer nur, also das Problem ist, du musst es immer wiederholen, und darum, dass, was hier passiert, ist gut. Nämlich, dass man den Leuten zeigt, was bedeutet das denn? Was heißt das konkret? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus, wenn ein Kind hier aufgewachsen ist, perfekt Deutsch spricht, hier sozialisiert ist, hier auf dem Kinderspielplatz ist,
Wie sieht das aus, wenn das morgens um 6 mit Maschinengewehren aus dem Bett geholt wird? Wie sieht das aus? Ist das das Land, wie wir unser Land sehen wollen? Wollen wir nicht. Wir wollen, dass unser Land gut ist. Ich bin Wahlösterreicher. Ich will immer, dass das Land besser ist als das, aus dem ich komme. Dankeschön. Letzten Dienstag hat im Rathaus die Präsentation des Wiener Sozialberichts stattgefunden, präsentiert von der Sonja Wessely, der Stadträtin, und der Agnes Belakovic, die Leiterin der MA24. Und wir waren für euch dort und haben euch einen kleinen Bericht zusammengestellt, Wolfgang. Und über ein paar Fragen gestellt. Das schauen wir uns jetzt an. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Präsentation des Sozialberichts 2010 der Stadt Wien. Und zwar haben Sie mehrmals hervorgehoben die Erhöhung der Mindestsicherung für Kinder auf 200 Euro, haben aber dabei vergessen, auf Ihren Koalitionspartner, wäre das auch bei einer SPÖ-Alleinregierung so gewesen? Das ist ein Thema, das wir gemeinsam mit den Grünen verhandelt haben und das daher auch ein gemeinsames rot-grünes Projekt ist. Also das ist quasi das erste rot-grüne Projekt in dieser Sache. Wir haben ja diese Mindestsicherung auch gemeinsam präsentiert, der Herr Klubobmann, Ellenson und ich, weil es einfach darum geht, in einer Regierung und einer Koalition in Wien, die eine Koalition des anderen Typs ist, miteinander Dinge zu tun und nicht gegeneinander. Eine Frage habe ich noch, und zwar wegen den Obdachlosen. Und da gibt es diesen dieses Sozialhilfegesetz, das Wiener Sozialhilfegesetz, § 7, nachdem es eigentlich nur eine Gutwill-Aktion ist, wenn ausländische Mitbürgerinnen denen Obdach gewährt wird. Wird dieser Paragraph geändert irgendwann mal? Das ist eine europarechtliche Frage und da halte ich es mit dem Präsidenten der Caritas, Herr Dr. Landau, der sagt, wir können das Obdachlosenproblem europaweit nicht nur in Wien lösen. Wenn es Minusgrade hat, fragt niemand nach der Staatsbürgerschaft, aber generell ist das ein gutes Beispiel dafür, wie Sozialpolitik europaweit auch gemacht werden muss, denn das ist ein Thema, mit dem sich die anderen Nationalstaaten auch ganz dringend widmen müssen. War das Problem auch schon bekannt vor den Studierendenprotesten, die ja dazu maßgeblich beigetragen haben, dass man darauf aufmerksam geworden ist, weil viele Leute wussten das nicht. Ich gehöre dazu und habe es dadurch erfahren. Hat man sich damit schon früher beschäftigt? Wir haben uns seit Jahren schon damit beschäftigt, seit eben diese Staaten auch Mitglied der Europäischen Union sind. Das ist für uns jedes Jahr ein Thema. Letztes Jahr ist es halt dann öffentlich geworden. Aber für uns ein Thema und auch für uns Lösungen herbeizuführen, ist schon seit vielen Jahren die Realität der Stadtverwaltung. Am 1. Jänner war im Volkstheater ein Neujahrskonzert der besonderen Art, und zwar heuer schon zum 12. Mal, unter dem Motto »Wir sind nicht nur wir«, mit der Wiener Tschuschenkapelle, Willi Resetaritz und vielen anderen. Und wir waren für euch dort. Und? Ja, und der Daniel hat das Ganze gefilmt und das schauen wir uns jetzt an. Wir sind nicht nur wir sind genauso wie andere. Der Slavko hat ein Lied geschrieben und das muss er jetzt vorsingen und jetzt wieder Zeit schieben. Aber wir haben es ein bisschen noch vertuscht. So geht's auch nicht. Kestel, Mock und Sinowatz, der Beethoven, die Ott, der Kraus, der Roder, Raimund, Strauß, der Santa Clara, Sobinetz, die Schrammeln, Mozart, Pichowitz, der Haydn und der Molière, der Semmelweis, der Schindler, die Netrebko, der Maxi Behn, der Ninitsch mit der Tschuschkapön, der Plattwoll, die Grubmüllerin, seht, das alles zusammen, das ist Wien. So, das waren wieder die Nachrichten für diese Woche. Und bevor ich es vergiss, passt auf, seid vorsichtig und lasst euch nichts gefallen.
Und der Solidarität jetzt der Song. Nächstes Mal wieder. Same time, same station. Ja, das nehmen wir.